So. Hi und herzlich willkommen zurück zu Palworld. Ich habe offscreen ein bisschen alles rübergekarrt, habe schon ein bisschen was kaputt gemacht, habe das Dach noch schnell fertig gebaut da oben. Hab mir noch ein paar Gedanken gemacht zum Aufbau des Ganzen. So, mich gönne ich mir. Mal alle füttern hier. So. Okay. Ich würde gerne das Haus hier an der Seite noch mal ein Stück erweitern. Und vielleicht so zwei Slots oder so. Das können wir gleich mal machen. Weil ich gerne in der zweiten Etage ein Bad hätte. Ein Bad fände ich schön. Ach so. Bim, bim, bim. Was wir dann jetzt hier unten dahin machen, so als Badersatz quasi, also was hier unten da reinkommt, ich würde sagen, vielleicht eine kleine Lagererweiterung oder so. Ich habe das hier noch oft gemacht, ich weiß gar nicht, ob ich es in der letzten Folge noch gemacht habe, dass ich es hier noch oft gemacht habe, damit die Pause hier so ein bisschen reinkommen können. So, wir machen nämlich eine zweite Etage hin. Ja, da kann ich mich da oben im Bad draufpacken und ich hätte schon gerne ein Bad. So, das hier unten ist jetzt so ein bisschen mit die Ebene für die Pars einfach. Könnte das hier eigentlich einfach wegmachen. So, machen wir es einfach so hier. Guck mal, jetzt kommen wir hier rein und bauen das nämlich automatisch. Und dann helfen die mir nämlich auch hier unten, wenn ich hier unten was habe. So. Das habe ich noch gebaut. Da ist wieder Klamotten und so drin. Also nichts Krasses. Genau. Ich will das nämlich hier drüben hinmachen. Ich überlege noch, ob ich es halt offen lasse oder zumache. Offen oder zumachen? Das ist hier die Frage. Also hier, ne, habe ich jetzt hier eine Tür noch reinpacke, weil es ja das Bad. So. Können wir später natürlich noch immer noch erweitern und nochmal vergrößern, wenn es jetzt so wäre, ne? Ich zeige euch jetzt gleich mal, wie die alte Base aussieht. Die alte Base hat sich auch sehr gewandelt, sag ich mal. Nun. Hier würde ich dann so eine Stube hinmachen. Hier so die Stube. Hier ein Bad. Und da hinten dann Schlafecke. Mit Bett und so. Das war so mein Gedanke. Achso, wir haben übrigens, ich habe ein Level gekriegt mit der Zeit, wo ich dann dieses bisschen rumstand. Eiserne Truhe. Könnte man vielleicht für so Geld machen und so, dass wir da Geld reinschmeißen? Wäre auch eine Idee. Genau hier, wir haben jetzt, ist das hier freigeschalten? Strom und so. Metallregal. Metallregal zur Aufbewahrung von Gegenständen. Hm. Wir haben so eine stationäre Armbrust. Stehlampen. Also jetzt haben wir Strom und so. Was schon sehr geil ist. Beleuchtung kommt jetzt nämlich hier dazu. Das sind die Stehlampen. Sehen halt schon sehr scheiße aus. Ist eher was für eine Fabrik. So wie das aussieht. Infrastruktur. Da bräuchten wir noch Elektrodrüsen. Das die Sache ist, wir haben noch nicht so viel Elektro... Ja, wir haben nicht so viele Elektrosachen gefunden, auch wirklich, ne? Und schon gar keine, was irgendwie Drüsen abwirft oder so. Ist schon irgendwie so ein bisschen, da fehlt noch ein bisschen was.
Ich habe auch ein bisschen, bin immer am Umkochen. Bin hier auch sehr fleißig am Metall einschmelzen. Aber der Kollege dort, der verhüttet von dort? Das bezweifle ich irgendwie ein bisschen. Der hat sich in den Bäumen festgehangen, das wird es eher sein. Robby macht was? Ach, guck mal. Robby verhütet. Ah, okay. So. Die haben Essen. Ja, mit unserer Kuh stimmt irgendwas nicht. Die kriegt das irgendwie nicht gebacken, in die Weide zu gehen. Ich habe die mal ein bisschen weiter vorgesetzt, die Weide gerade. Vor uns. Der Baum ist das Problem. Lol. Ist der Baum hier das Problem, ja? Ich will dich nicht hauen, ne? Okay. Ich will sie ja nicht hauen, muss ich aufpassen. So. Wir können dann noch die Mauer ziehen, theoretisch. Ich habe gesehen, da hinten ist nochmal ein schönes großes Eisenvorkommen. Auch nicht schlecht. Das heißt, wir haben ja echt viel Eisen auch rings um uns rum. Sehr angenehm. Sehr, sehr angenehm. Ja, Elektrodrüsen müssen wir mal gucken, wo wir die herkriegen. Eine Alarmglocke bräuchten wir halt auch noch, ne? Theoretisch. So im Zentrum, die Alarmglocke ist, denke ich, ganz okay. Fein gemacht. So. Wo wir die Bar hinpacken, müssen wir mal gucken. Aber ich würde sagen, wir können mal ein bisschen Deko machen jetzt, oder? Na, ein bisschen Deko freigeschalten. Das wird ja heutigen Folge mal ein bisschen Deko machen hier. Wandschrank. Dicker Schrank. Wir können auch mal einen Kamin machen. Den können wir da oben reinschmeißen. Die Frage ist, in weiß oder in braun passt es besser, ne? Der weiße wäre vielleicht eher was für. Oder? Hier so. Es wäre halt schön, wenn es mittig wäre, ne? Na? Da müssen wir links und rechts was hinsetzen. Ich weiß nicht, ob die Pauls hier hochkommen. Unten machen sie definitiv ihren Stuff. Aber ob sie das hier hochgebacken bekommen, weiß ich nicht. Musikinstrumente haben wir auch ein paar. Das ist auch ganz cool. So, hier so ein Buch. Ist nicht symmetrisch, ne? Es ist okay, es muss nicht symmetrisch sein. Es ist alles in Ordnung. Bau das mal bitte fertig. Dankeschön. Ui, auch sehr zusammenreißend, ne? Dekorieren wir das heute mal hier ein bisschen. Ist das Mitte?
Okay. Kann ich das... Ich kann das anzünden! Oh mein Gott. Ah, vielleicht doch lieber den aus Dings? Ich mach den erstmal, wir können es später immer noch ändern. Ah, der oben ist auch schon fertig. Lol. Können wir auch noch ein paar Bettchen hinmachen für sowas Kleines. Jetzt noch ein paar Blumen und so, ne? Genau, machen wir hier weiter, bitte. Ein paar Blümchen hier und da müssen schon sein. So. Die anderen passen nicht, ne? Die sind zu klein. Die können wir dann aber hier so fürs Schlafzimmer quasi nehmen. Ah, guck mal, das wird doch schon langsam. Sieht doch schon gut aus. Kann ich hier was reintun? Ah, guck mal, hier kann ich auch Sachen reintun. Ich würde sagen, das ist ein Mauzi. Ich wollte gerade sagen, da ist ein Mauzi drauf. Sah gerade sowas von aus wie ein Mauzi. Okay, mache ich das hier mal kurz. Er macht das, oder? Ja, hoch kommen sie halt nicht, ne? Das ist halt mein Bereich hier oben. Unten ist der Paul-Bereich. In erster Linie. Finde ich aber okay so. Was schön so separiert haben. Und unten helfen sie mir dann auch bei den Werkbänken und Co. So. Schön zusammenbauen. Habe ich eigentlich schon ein besseres Bettchen? So, erstmal. So am Fenster, oder? Das ist ein Problem. Dass der Duschvorhang fliegt, das ignorieren wir, oder? Warte mal, ich kann das ja so machen. Dass der da dran hängt quasi, ne? Das ist so... Ah, ist okay. Ne, das hängt quasi so da dran. So. Okay, haben wir das auch so durchgekriegt? Das so ein bisschen aussieht so, als ob das irgendwo festgemacht ist einfach. Sonst ist es halt ein bisschen komisch im Kopf. Also, finde ich. Aber so ist das, denke ich. Okay. Ich kann auch, während ich kletter, kann ich quasi... Oh, okay.
Wo war denn das jetzt mit dem Bart? Hier. Oh, ging nicht. Warte mal. Wahl, antiker Spiegel. Gut, so einen Spiegel könnte man auch hier draußen hinsetzen, ne? Kommst du da hin? Okay, er kommt da hin. Was braucht das Zeug? Ich will mal gucken, Feuerdrüsen. Ja, Feuerdrüsen ist ja okay. Damit kann ich arbeiten. Da habe ich mal die Einrichtung fertig gezimmert. Okay. Jetzt nochmal. Hier bitte. Gut, dann haben wir hier das Bad doch eigentlich relativ fertig. Schön. Gut. Sehr schön. Huch. Wofür zu, die kommen nicht hier hoch. Wenn du was machen willst, musst du da wieder runter, ja? Die Treppe. Weiß nicht, wo er hin will. Bin da... Warte mal. Gab es denn vielleicht bessere Betten jetzt? Wo gab es denn bessere Betten? Ah, hier erst. Stufe 30. Na gut. Dann brauche ich mal noch ein Bett. Scheiße, das geht so nicht. Nee, das geht jetzt gar nicht. Jetzt ist das ja nicht mittig, oh Gott. Ich dachte, ich kann das vielleicht so nebeneinander setzen, so ein Doppelbett machen. Na? Ja, so in etwa. Das ist schon ganz okay. Ich sehe. Ich hoffe, der Schreibtisch taucht dann auf. Es fummelt dann hinten vorne rum. Oh. Taucht der auf? Ah, er taucht. Das wäre hier so gerade vom Fenster, war vollkommen okay. Schief ist ein bisschen ein Problem. Könnte man hier vielleicht... Ach so, ist okay. Ich würde keine Tür reinsetzen, ich weiß. Feldholz. Ah, okay.
Ich würde mal versuchen, den nochmal richtig hinzusetzen. Das sieht okay aus. In die Ecke könnte man noch was machen. Da stehen ja Tee-Servies. Oh, warte mal. Ja, oh ja, ja, da, ein bisschen, aber das ist okay. Das ist okay, das ist akzeptabel. Es hätte wesentlich schlimmer aussehen können. I like it. Was machst du denn jetzt hier drinnen? Hm? Bewässert. Du wirst es auch nicht von hier drinnen bewässern. Geh mal raus. Guck mal, da vorne sind die Felder. Bewässer mal da vorne. Bin auf das Sofa, danke. Noch irgendwas, was ich jetzt so dekormäßig... Dafür bräuchte ich wieder einen neuen Raum. Oh, das definitiv. So eine kleine Schminkkommode. Das hat was, ja. Kann man machen. Frage ist, ob ich da wirklich drauf rumklimpeln kann. Das wäre ein bisschen lustig. Für die Statue müssen wir auch noch einen Platz finden. Oh, 20 Sekunden. Okay, also prinzipiell finde ich das aber schon echt schön. Hier oben sind auch Teppiche, ne, damit es ein bisschen wohnlicher ist alles. So ein Teppich noch vor dem Kamin wäre cool. Vielleicht so ein bisschen schief so, weißt du, so ein bisschen. Was war das bitte? Die 10 Sekunden kann ich den Ozean bauen hier. Kein Problem. Hier könnte man auch sowas hinlegen. So, wenn man halt hier hochkommt, ne, dass man hier so ein bisschen den Abstreif hat, quasi. Ich habe übrigens, das habe ich aber auch nicht gezeigt, hier drüben, beim Eingang habe ich auch nochmal einen fetten Megateppich hingelegt. Einfach für die, als bis die Füße ein bisschen warm werden wieder. Wer wurde angegriffen? Warum wurde jemand angegriffen? War das der Hirsch, der gerade hier rein ist, oder was war das? Hä? Ja, wir können das noch um 1 erweitern, theoretisch. Okay.
Denen scheint es allen gut zu gehen, oder? Scheint so. Ihr dahin geht's nicht gut, oder? Hä, doch, geht's. I don't know. So. Das große Hühnchen packen wir noch wieder mit rein. Okay, irgendwie stört die Glocke hier doch so ein bisschen. Ich glaube, ich weiß, wo wir die Glocke hin tun. Ich habe vor, da vorne wie so ein Aussichtsturm hinzupacken. Ich glaube, das kommt ganz gut, so ein Turm. Dass wir irgendwie hier so eine Art Turm hinmachen können. Aus Stein. Ne, dass wir hier so einen Turm machen. Das ist auch mittendrin zwischen den Toren. Ich denke, das ist ganz gut. Ah, ich muss Holz mitnehmen. Sonst wird das nix. So, fress die Bären auf. So. Bären sind weg. Ja, vielleicht brauchen wir langsam doch mal eine kleine Wand. Wie sieht's denn jetzt hier aus? Okay. Die haben wir noch ordentlich Spiegeleier. Ich habe noch was gekocht für die, oder? Ja, habe ich. Ich habe auch noch mal ein paar Bälle gecraftet, so ein paar Gigasphären. Man weiß ja nie, was man trifft, ne? So, zuerst die Eier. Okay. Der kommt schon wieder da an, ne? Okay, er legt sich hin. Wahrscheinlich ist der halt irgendein reingelaufen hier. Und dann gleich alle aggro. Ja, wir müssen die Wände hochziehen. Das ist durch, sehr schön. Das ist sehr, sehr schön, dass es durch ist. Wie er da oben steht und guckt. Ey, der ist schon wieder oben drin. Hat Mehl, schmeiße ich mal kurz hier rein. So. Ja, wir könnten eine Marmeladenbrötchen machen, ne? Machen wir Max. Max. Wie er vorne schläft, einfach. Er ist jetzt nicht da oben eingepennt. Was ist denn mit ihm? Warum rennt er jetzt immer hier hoch und rennt dann da durch? Einfach auf. Scheiße, ich kann ihn nicht rausnehmen. Wahrscheinlich ist es halt echt schön mollig warm hier oben und hier gefällt's. Kann ich das eigentlich hier oben was reintun? Ja, kann ich. Hier oben kann ich auch was reintun. Cool. Ich glaube, mein Geld könnte ich hier reinlagern. Ich brauche das ja so für nichts eigentlich. Hat okay Gewicht, aber ich kann es mir auslagern. Einfach Safety First. So das. Dankeschön. Ja, so das Wertvolle hier, dass manche sagen, hier ist das Geldlager drin. So. Braucht das ja jetzt so nicht. Kann ich hiermit? Nee, schade. Das wäre cool. Jetzt pennt der halt hier, ne? Jetzt zwickert es mich ein bisschen, dass er beim Haus hockt. Wo ist er denn? Hier. Wenn es der kleine Elefant wäre, weißt du, würde ich auch nichts sagen. Aber das ist halt der große Glitzerelefant. Ist halt meine Bude zu. Was soll ich machen? So, ich nehme jetzt ein bisschen Holz mit und wir ziehen jetzt mal schon. Kann ich eigentlich hier? Nee. Haben die eigentlich nochmal Holz gefarmt? Ich glaube nicht, oder? Also Holzfarmen kriegen sie irgendwie nicht so richtig gebacken. Stein kriegen sie hin. Oh shit. Das können sie übrigens auch mal farmen. Wie viel Stein haben wir? Warte mal.
Ich hoffe, das sammelt mal jemand dann ein und bringt das. Wie schön das aber aussieht, ne? Also so, wenn ich das jetzt so sehe, da hinten Benze alle. Kann das mal bitte weggehen? Ist okay. Es sieht schön aus. Das hier, das Stückel, können wir natürlich noch ein kleines Stück weiter, damit es ein bisschen besser aussieht. Wir machen erstmal hier dicht, würde ich sagen. Ich muss mit Rechtsklick das machen. Huch. Oh, jetzt geht's hier runter. Ja, ist okay.